Dort ist niemand mehr gemeldet. Damit ist diese Debatte geschlossen. Ich frage die Fraktionen, ob wir gleich zu den Abstimmungen kommen können. Da wird mir Zustimmung signalisiert, dann gehe ich auch so vor und wir kommen gleich zu den Abstimmungen. Abstimmung über den selbstständigen Antrag 2895 AE der Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ÖVP-Korruption beenden statt aussitzen. Sofortmaßnahmen zur Stärkung von Transparenz, Aufklärung und Anstand sowie Neuwahlen als einziger Weg. Ich bitte jene Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, um ein zustimmendes Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Yildirim, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Verschärfung des Korruptionsrechts bei Amtsdelikten für Spitzenpolitiker. Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist nicht die Mehrheit und damit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Christian Hafenecker, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Nein zur Legalisierung verdeckter Parteienfinanzierung und parteipolitisch motivierten Postenbesetzungen. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Herbert Kickl, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Versagen des Vertrauens gegenüber der Bundesregierung sowie dem Staatssekretär und den Staatssekretärinnen gemäß Artikel 74 Absatz 1, Artikel 78 Absatz 2 des Bundesverfassungsgesetzes. Dazu so einen Beschluss des Nationalrats gemäß Absatz 2 der zitierten Verfassungsbestimmung die Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten erforderlich ist, stelle ich diese auch ausdrücklich fest und ich bitte jene Damen und Herren, die sich für den Entschließungsantrag aussprechen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Korruptionsbekämpfung. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Damit gelangen wir nun zu einer kurzen Debatte. Der Neuwahlantrag der SPÖ erreicht wie erwartet keine Mehrheit und auch das Misstrauensvotum der Freiheitlichen nicht. Im Anschluss eine Debatte zum dringlichen Antrag der SPÖ an den Bundeskanzler gibt es jetzt noch eine kurze Debatte und zwar bzw. über einen Antrag der FPÖ. Die Freiheitlichen fordern darin nämlich Neuwahlen. Wird die Abstimmung über den gegenständlichen Fristsetzungsantrag auch abgestimmt werden. Bevor ich Ihnen, Herr Abgeordneter Schnedlitz, das Wort gebe, muss ich Ihnen noch sagen, dass gemäß § 57a Absatz 1 der Geschäftsordnung kein Redner länger als 5 Minuten sprechen darf, wobei der Erstredner, also Ihnen zur Begründung, über eine Redezeit von 10 Minuten verfügt. Und die Mitglieder der Bundesregierung, wenn jemand dann da ist, dessen Rede darf nicht länger als 10 Minuten sein. Und nun sind Sie am Wort. Bitte.